So, hallo, nach etwas längerer Pause als ich wollte, machen wir weiter mit Portal. Also für euch keine Pause, weil Parts kommen und kommen und kommen. Aber ich wollte eigentlich direkt weiter aufnehmen und jetzt habe ich erstmal gegessen und so weiter. Good news. Okay, ja, We natürlich found a kommt er way auch to noch. make these tarts more durable. They should now also work in the future. Most of them, anyway. Should you find a defective tart in the future, feel free to mark this as a flaw in your test report. Das heißt, jetzt kommen noch nicht die Tunnel. Ich bin gespannt, ob dann vielleicht die Ge vielleicht kommen dann die Gele doch nicht. Vielleicht sind die Gele raus. Weil wir sind bei 21. Jetzt ist 21 die Einführung von Turrets. Dann ist 22 der Test mit den Turrets. Dann ist 23 die Einführung von, ja, was anderem. Es blieben Gele. Und es blieben die Tunnel. Oder es geht danach noch in eine andere Richtung weiter. Weiß es nicht. Wir werden es sehen. Hi. Gut, das ist der übliche Quatsch. Moin. Ja. Jetzt brauche ich. Muss ich hier eins durchschicken? Who's there? Genau so. Searching. It was at this moment he knew. Ah, man. Da bin ich denn dumm jetzt? Ah. Schon so rum. Dann, oh mein Gott. Ah, jetzt. Vor allem, lol, sie könnten eigentlich gerade treffen, weil der Laser geht durch. Aber never mind. Okay. Okay. Hab's verstanden. So. Na, also einen kann ich so machen, aber dann ist der zweite halt Kacke. Versteht ihr, was das Problem ist? Und den muss ich dann halt da los rauslassen. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal in Le Futüre. In Le Futüre. Und in Le Futüre kann ich hier. In Le Futüre kann ich hier den raus. Jetzt dumm? Wo ist denn jetzt hin? Ach, ich habe den versetzt. Ja, das war doof. Ja, das ist wahr. Das war ein bisschen doof, dass ich den versetzt habe. Kann ich das auch so setzen, dass ich damit durchlaufen kann? Kann ich so jetzt durch? So kann ich mit durch. Ach, weil ich da das Blaue hingesetzt habe. Ja, never mind. So, jetzt ist passend. Wäre Geburt. So, was muss ich jetzt hier noch tun? Komme ich denn da hoch? Ach so, hier muss eine Box stehen. Oh. Oh.
Ach so. Billige Box. Kann ich die hier irgendwie aufhalten? Hier eine passende Plattform zum Aufhalten? Oder fliegt die hier nicht? Die fliegt hier genauso. Ja, das ist jetzt nicht so günstig. Aber hier oben ist nichts, wo ich die... Wie ich die... Hä? Ah, wenn ich den anders hole, dann mache ich den so. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Aber so komme ich auch nicht irgendwie da hoch. Man kann ich jetzt so fangen? Ah, okay. Alles klar. Hab nichts ge... Ja, aber jetzt... Jetzt wird's unangenehm. Kann ich jetzt trotzdem den so quer... Nö. Habe ich im Prinzip verloren, dass der so... Ja, jetzt habe ich das versetzt. Ist nicht so gut. Wäre vielleicht auch gar nicht notwendig gewesen, wie ich das gemacht habe. Muss ich zu meinem Problem gestehen. Aber jetzt habe ich die Box hier, das heißt, die Box ist hier auch. Kann die Box selbst mich nicht auch schützen? So. Ja, so ein bisschen. So, notfalls kann sie auch ein bisschen mich schützen. Ach, ich bin ja dumm. Ich kann ja hier nochmal raus. Und mir das neu holen. Ja. Falsche Seite. Falsche Zeit, nicht falsche Seite. Ich kann mir das ja nochmal neu holen. So, hier, zack. Und zack. Jetzt habe ich wieder die normale Brücke. Und jetzt habe ich die Box auch. So. Dann gleiches Spiel wie vorhin. So. Und so. Und einmal durch. Ich bin fast dafür, dass wir in der Zeit hier versuchen, irgendwie da durchzugehen. Ich muss jetzt ja nur... das Ding richtig rum hier hinbekommen. Und das bekomme ich ja. Ich kann ja wieder hier vorgehen. Kann hier ja auch zurückgehen. Kann mit denen hier wieder so rumholen. Kann jetzt wieder da rüber gehen. Dann mit denen holen. Ja, auch tiefer. Geht ja auch durch. Höher setzen. Ja. So, jetzt geht er hier nämlich durch. So, allerdings ist es ein bisschen ungünstig jetzt. Weil jetzt kann ich da nicht einfach... kann ich da nicht einfach blind durchlaufen? Wo kommt der denn jetzt her, da drüben?
activated. Wo kommt ihr aus dem blauen Portal? Ach, weil da das blaue Portal halt ist und da das orange. Okay. Ach so, aber ich kann jetzt ja hier nicht einfach schnell. Nee. Ich kann jetzt ja hier nicht mal eben schnell das andere setzen. Das ist noch nicht ganz so richtig, was ich hier tue. Das ist noch nicht ganz so richtig. Merke ich selber. Na, hier komme ich nicht durch, das ist das Ding. Hier komme ich nicht durch, hier brauche ich das gar nicht versuchen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich sowas hier mache? Ah, dann kommt es ja hier runter. Das ist ja auch nicht viel besser jetzt. Weil am Boden kann ich das ja gar nicht. Nee, das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Komm halt nicht immer dahin, Mensch, 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 Mensch. So. Wie rum machen wir's? Wie rum machen wir's? Wenn ich es übrigens schaffen würde, dass ich das mit dem hier machen könnte, dann würde der ja automatisch... Ja, weil jetzt liegt der natürlich da, weil ich den bewegt habe, weil ich mal wieder völlig dumm bin. Oh, jetzt ist der da an der... Mein Ernst? Okay. Ist das mein Ernst? No, 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 no. Also das Ding ist halt, hier sind auch nochmal Flächen. So, das ist das Ding. Aber ich würde halt gerne hier oben einfach durchlaufen dann nachher. So hier, zack, und dann ist es richtig rum. Aber jetzt ist es halt falsch rum. Oh! Geht hier ja doch auch. Natürlich geht es hier auch. So natürlich dann nicht. Hä? Okay, welche Fläche ist das in der... Ah, die ist da auch. Moment, wo ist denn überhaupt der Grill?
der da davor. Der ist da davor, der Grill. Aber wenn ich jetzt in der Zeit bin, dann kann ich jetzt ja trotzdem... Müsste ich es dann jetzt nicht hinkriegen von hier aus? Wenn ich vorsichtig genug bin. Das ist das Blaue. Das da hinten ist das Orangene. Ich muss also das... Stopp. Das Blaue ist das, in das ich reingehe. Ich muss das Orangene versetzen. Und dann kann ich nicht mehr reingehen. Das ist etwas ungünstig. Dann kann ich da nicht mehr reingehen. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich will da ja reingehen. Ja. Chill. Das macht hier keinen Unterschied, ne? Hier kriege ich auch nicht mehr Portale auf die Art und Weise zustande. Nein. Nichts activate. Mir fehlt der letzte Feinschliff. Mir fehlt noch der letzte Feinschliff für die Karte. Ich habe hinten das blaue Portal. Das kann ich eigentlich ändern, das macht ja nichts. Jetzt ist ja auch kein Grill. Hä, wo ist dieser Grill denn gewesen, wo der reingesprungen ist? Hä, der Grill ist gar nicht mehr da. Der war hier dazwischen, jetzt ist der einfach weg. Ja, chill. Hä, der Grill ist gar nicht mehr da, ich verstehe es gerade. Wieso ist der Grill weg? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Wann habe ich den weggemacht? Womit habe ich den weggemacht? Ist der Grill hier, solange ich die Dings in... Ne? Weiß ich nicht. So, aber das Problem ist, ich kann hier nicht einfach durchlaufen. Da dürfte ich tot sein. Das dürfte nicht funktionieren. Ich meine, ich könnte es auf gut Glück mit der Box versuchen. Hi. Okay, das überlebe ich. Ich komme hier durch. Okay. So. Und wenn ich jetzt das Orangene setze, bin ich wieder beim Schalter. Genau. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich bin noch ein bisschen am Nachdenken. Ein bisschen bin ich noch am Nachdenken. In welcher Zeit muss ich das jetzt lösen? In beiden Zeiten liegt der Block jetzt da drauf und die Tür ist offen. Ich muss nur noch hinkommen. Dafür muss ich hier durchlaufen. Da muss die Brücke so wusch und dann geht's durch.
Die Frage ist... Wie kriege ich die Brücke da jetzt rein? Das ist die einzige Frage, die ich noch habe. Portal habe ich schon hinten. Ich habe ein Portal hier hinten. Ich könnte hier theoretisch hin. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier ein Portal umsetze, das zum Beispiel da oben landet, also wo es ja soll, aber da soll dann die Brücke ja durch und ich muss ja von der Brücke aus loslaufen. Ich kann ja hier gar nicht reinlaufen. Das geht ja schon gar nicht. Das kann ja so schon nicht funktionieren. Es müsste in der Vergangenheit am Ende passieren, schätze ich mal. Ich schätze, es muss in der Vergangenheit am Ende passieren. Ah! Schaffe ich es? Ja... Vielleicht. Ich will das Portal hier nicht wegmachen. Das Portal gefällt mir hier eigentlich gerade ganz gut. Aber ich krieg halt hier keine Brücke durch. Wenn aber die Quelle dieses Ding wäre... Weiß ja nicht, ob ich richtig denke. Vielleicht denke ich auch völlig falsch. Vielleicht denke ich auch völlig falsch. Muss halt hier das Portal setzen, um da durchzukommen. Sonst komme ich da nicht durch. Das ist das Problem. Die Box ist hinten. Die Box ist hinten. Aber jetzt ist es ja keine Brücke, auf der ich laufen kann. Na, das ist das Ding. Und wie komme ich jetzt wieder nach hinten, ohne dass die mich hier penetrieren? Ach, der Schalter macht gleichzeitig den Grill weg. Jetzt sehe ich das erst. Der Schalter macht gleichzeitig den Grill weg. Okay. Okay, ja, ergibt Sinn. Dann ist der Grill einfach weg. Aber es ist eh egal, weil der Grill hält mich ja nicht auf. Sondern nur die Box. Oh shit. Oh shit. Und jetzt habe ich doch die Situation, dass das hier rauskommt. Aber ich potenziell durch Verschiebung des blauen Portals entscheiden kann, wo es rauskommt.
Das heißt, ich könnte durch das orangene Portal steppen und komme beim blauen raus. So. Und wenn ich die Situation hinbekomme, mit der Brücke, die dann andersrum ist, dann wäre das doch ein gewisser Sieg. Versetzen wir das mal. Ach so. Ah, ich komme jetzt wieder da nicht rein. Komme ich zurück? Ja, ich komme zurück. So. Na, wenn wir jetzt einfach das Ganze wieder so rum machen. Dann habe ich jetzt hier auf dem blauen habe ich jetzt diese Treppe. Komme ich da irgendwie hoch? Nicht hoch genug, ne? Höher wird es auch nicht. Nein, höher wird es nicht. Das ist das Problem. Die Frage ist, bin ich schnell genug? Die schießen halt da schon los. Das ist, ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Es ist eine gewisse Kamikaze-Aktion, was ich gerade vorhabe. Ich bin da ganz ehrlich mit euch. Wait a moment. Kann ich von hier aus, ich muss mal kurz was testen. Das Blaue kann ich versetzen, ne? Das Blaue ist das, genau. Kann ich von hier aus... Also kann ich da durchschießen? Ja. Ich kann durch die Gitter durchschießen, richtig? Okay. Folgende Idee. Nee, so rum. Weiß nicht, ob es funktionieren wird. Wir werden es gleich sehen. Das war der falsche. Hallo. Hallo. Ist die falsche Seite. So passt es. So. Jetzt setze ich den hier rein. Den kurz mal. Wait, wieso trifft der hier? Ah, weil der aus dem Orangenen kommt. Besser wäre es, das Orangene kommt hier raus. Dann kann ich da nämlich. Variieren. Der müsste kurz weg. Ja, aber so, dass ich nicht gleich drauf gehe. Ah! Guck mal, hier ist der auch. Hier wird er auch erwischt. Doch schon mal ganz gut. Mache ich den kurz weg. Dann mache ich den hin und dann habe ich hier auch den Schutz. So. Und jetzt ist der große Plan. Treffen die mich da drüben auch? Ha! Die haben jetzt nämlich kein Interesse an mir. Der visiert mich zwar. Scheiße. Oh, wir starten. Wir haben einen Checkpoint bekommen. Nice, wir haben einen Checkpoint bekommen. Okay. Fühle ich. Dann kann ich genau da weitermachen, wo ich gerade schon war. Cool. Dann ist es ja sofort wieder... Oh, das ist ja fantastisch. Dann ist das Setup ja sofort wieder da. So. Who's there?
Jetzt muss ich... Halt die Schnauze. Ich muss das blaue Portal umsetzen. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Wenn jetzt die Brücke richtig rum wäre, könnte ich da einfach durchsteppen. Also machen wir jetzt alles so, wie es hier ist. Passt alles so. Und wir machen einfach dieses blaue Portal andersrum. Und jetzt müsste ich, so wie ich das Setup hier habe, wenn ich es jetzt schaffe, dass ich dieses Tor hier durchbekomme, müsste ich jetzt doch durch den Dings da oben... Nee. Wieso ist jetzt... Nee, 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 nee. Wieso hat sich jetzt dieses Portal da oben wieder verabschiedet? Oh, aber... Weil es jetzt da rauskommt. Aber da soll es ja gar nicht rauskommen. Ich muss das in der Gegenwart machen. Nochmal vor. Wir kommen der Sache näher. Wir haben es gleich, glaube ich, hoffe ich. Das kann ich ja hier auch machen. Stimmt. Weit habe ich gar nicht. Nee! Nicht so. So. Weit habe ich ja gar nicht gedacht. Ich kann hier genauso da reinsteppen. Ciao! Boah, das war knapp. Okay. So. Jetzt ist dieses Portal verlinkt mit dem. Das heißt, jetzt habe ich den Weg, den ich brauche. Problem? Ich komme nicht ins Portal rein. Kann ich jetzt... Oh Gott. Hier habe ich jetzt überhaupt keine Brücke, weil, ja, das Ding ist da. Aber... Irgendwas übersehe ich schon wieder. Muss doch nur noch in diese scheiß Tür da kommen. Mehr ist es doch gar nicht mehr. Mehr ist es doch gar nicht mehr.
Schießen. Gar nicht da. Man kommt nicht durch. Nein, das war die falsche Richtung. Ich habe mich eingesperrt. Dass er den Checkpoint hier hinten gesetzt hat, muss doch irgendeine Bedeutung haben. Kann ich das tricksen? Stimmt nicht. Ihr wisst, ihr kennt meinen typischen Trick. Ist das hoch genug? Ich glaube nicht, dass das hoch genug wäre, aber ich probiere es mal kurz aus. Mir ist klar, dass das nicht die Lösung ist, wenn es... Sollte es hoch genug sein. Braucht man nicht drüber reden. F. Alter, jede kleinste Bewegung, es ist so schlimm. Ah. Hä? Er ist nicht weg, aber er ist so runtergefallen einfach. Was zur Hölle? Irgendwann wird dieser Trick noch von Nutzen sein. Er war noch nie gefordert. Nein, es ist nicht hoch genug, schade. Okay. Irgendwann wird mir dieser Trick noch was bringen. Ja, nee, keine Ahnung. Also, das Hauptproblem ist halt nach wie vor... Ich bräuchte gleichzeitig hier die Dings, die Brücke, die so durchgeht, dass ich da hinlaufen kann. Aber ich bräuchte ebenso gleichzeitig einen passenden Durchgang. Und das kriege ich nicht. Das ist mir nicht vergönnt. Das ist nicht, was ich bekomme. Ich kann jetzt hier und hier hin und her reisen. Das ist ganz cool. Das ist super. Und ich kann mir mit dem Ding hier das Teil holen. Aber dann ist es auf der Seite und geht nicht da durch. Das ist das nächste Problem. Na, das kommt ja hier runter. Und geht nicht da hoch. Also nützt mir das effektiv nichts.
woanders kann ich mir das nicht herholen. Activated. Searching. Sehe wieder mal keine Alternative. Also, wir haben jetzt Folgendes geschafft. Wir haben jetzt einen Durchgang von der in der Gegenwart hier rein. Und dann haben wir ein Portal. Ach so. Nee, ja, stimmt. Ich verwechsel den Quatsch immer. Ich bekomme immer den Zusammenhang nicht hin mit Gegenwart- und Zukunftsportalen. Jetzt habe ich im Übrigen meine Verbindung nach vorne verloren. Ich hatte ja hier eine Verbindung nach vorne. Die ist jetzt natürlich weg. Ich hätte die gerne nochmal. Weil solange die hier noch ist, hat er mir hier den Checkpoint verpasst. So als ob ich die bräuchte. Das ist schon ein interessantes Indiz, sag ich mal. Aber ich komme halt da nicht rein. So, das brauche ich gar nicht versuchen. Das ist Quatsch. Ich glaube, der Würfel ist eine gute Sicherheit, aber ich... hier ist das relativer Quatsch auch wieder. Ist auch Blödsinn. Also, keine Ahnung. Ich könnte mir in jeder Zeit überlegen, hier durchzukommen. In der Zeit hier müsste es eigentlich möglich sein, so wie ich es vorhin hatte, mehr Brücken zu haben. Nur irgendwie kriege ich es nicht hin. Das ist das Problem. Ich schaffe es nicht, dass hier ein Portal ist und vorne die Brücken loslaufen. Das verstehe ich nicht, weil das hätte ich doch eigentlich haben können. Das ist genau der Abschnitt, den ich nicht verstehe. Wenn ich von hier aus jetzt nochmal loslege. Zack. So wie wir das vorhin gemacht haben. Hier ein Portal. Dann kam das hier raus. Dann habe ich hier das Zeitportal gesetzt. Nee, wie habe ich es gemacht? Ja, genau. Ich habe hier das Zeitportal gesetzt, sodass ich da auch durchsteppen kann. Und dadurch hatte ich jetzt hier nochmal die Möglichkeit, dieses blaue Portal zu versetzen. Und hier eine zweite Mauer aufzubauen. So. Das war der erste Schritt. Und so habe ich hier praktisch ja zwei... Na, ich kann mit dem blauen, kann ich das jetzt immer wieder versetzen, wohin ich möchte. Und der Entrance ist dieses orangene Tor. Na, ich könnte hier einfach durchsteppen. Aber natürlich nur, weil halt... es mich schützt. So. Aber grundsätzlich kommt es hier raus. Das heißt, weil es in der
weil es in der Gegenwart hier durchgeschickt wird, kommt es halt hier wieder raus. So. Jetzt schaffe ich es nicht, das so rumzusetzen. Dann zu sagen, dass es hier rauskommen soll. Dann hier das Portal zu setzen. Und jetzt, wenn ich jetzt das blaue Portal umsetze, habe ich eine zweite Brücke. So. Was ja gut wäre. Wenn ich jetzt durch das orange Portal steppe, komme ich beim blauen raus. Wenn das blaue jetzt hier oben wäre, dann wäre das gut. Deswegen wollte ich vorhin eigentlich dieses blaue Portal schon so setzen, dass es da ist. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das dann wieder verloren. Und so jetzt reingehen. Fucking funktioniert. War das jetzt so gedacht? Wieso hat das jetzt einfach funktioniert? War das jetzt so gedacht? Nicely done. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da rein kann ohne die Schilde. Oh mein Gott, es hat einfach funktioniert. Except for these ones. Es hat einfach funktioniert. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Ja, GLaDOS scheint in der Zukunft sich verabschiedet zu haben. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Wo ist es hin? Ich wollte es mitnehmen, dann halt nicht. Da kommt gleich eine Brücke raus wahrscheinlich. Dazu. Ich kann hier raussteppen. Aber jetzt? Da wollte ich nicht hin. Nicely done. And don't worry, you won't encounter any turrets between the test chambers. Except for these ones. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Aber wie komme ich jetzt darüber? Ich kann da drüben kein Portal setzen, also da geht's scheinbar nicht weit. Aber aus irgendeinem Grund darf ich hier rein. Irgendeinen Grund lassen die mich da oben rein. Was habe ich übersehen? Hier kann ich auch rein, aber da kann ich mir nur die Turbits holen. Kannst du mal kurz machen und mich umgucken? Ich glaube, da war auch nichts Neues zu sehen. Oh. Okay, soll ich an den irgendwie rankommen können? Ich wüsste nicht wie.
Kann von hier doch auch nichts anderes anschießen. Hä? Hä? Was soll ich hier? Nicely done. Ja. Don't worry. You won't encounter any turrets between the test chambers. Du wiederholst dich. Except for these ones. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. Also hier geht's nicht weiter. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. Jetzt stecke ich sogar zwischen den Testkammern. And we need to find a way to restore it. Oh, wait a moment. Oh! Aber ich habe nicht genug Portale für das, was ich mir gerade denke. Also so könnte ich an den Cube rankommen, aber... Wenn ich von da irgendwie runter... Aber dann bräuchte ich gleichzeitig das Portal da unten. Hä? Ach ja, nee, einfach so den hier. Ja, falsche Richtung. Ich hab's verkackt. I'm sorry. Dumm. Ich hab... wieder das falsche Portal versetzt. Ja, es würde funktionieren, wenn man es an der richtigen Seite macht. Dann würde es funktionieren. Nicely done. And don't worry, you won't encounter any turrets between the test chambers. Except for these ones. Der Cube hat mich ein bisschen verwirrt. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. Das war That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Das war eine verflucht schwere Geburt. So, jetzt sind wir aber schon in Testkammer 22. Ach nee, stimmt. Die 21, die... Oh Gott, stimmt. Das war ja die... Das war die Einführungstestkammer gerade. Und an der habe ich schon eine Stunde gesessen. Ja, nice. Ich mag die Bahnen da im Hintergrund, aber die werden, glaube ich, keine Bedeutung haben. Okay, da liegt ein Würfel in der Mitte. Kann ich mir jederzeit holen. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Würfel. Da kommt irgendwann ein Dings raus. Das muss ich aber erst einschalten. Eingeschaltet wird es über diesen Schalter. Vorausgesetzt, dieses Ding hier hat sich rumgedreht. Wann dreht sich dieses Ding rum? Wenn der Schalter gedrückt ist, vielleicht?
Okay. Ist das Ding in der Gegenwart, in der Dings auch? Ja, das ist es auch. Das heißt, da komme ich genauso nicht weit, wenn ich mich da jetzt draufstelle. Nee, verstehe. Okay. Ja, dann dürfen wir uns mit der Kammer beim nächsten Mal rumschlagen. Ich bin gespannt, wie ich hier irgendwie eine Box da reinbekommen soll auf den Schalter da drüben. Ich verstehe gerade noch nichts. Also selbst, keine Ahnung, so mit Schwung, wenn man sagt, so hier. Ach so. Ach, das springt da hin und her. Okay, das wusste ich schon mal noch nicht. Interessant. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Aber der scheint ja, wie man sieht, für die Brücke zu sein. Ja, das Problem ist, ich habe... Um das Ding einzuschalten, muss dieser Schalter ja scheinbar gedrückt sein. Oder dieses Ding muss sich drehen. Ich weiß nicht, wie sich dieses Ding dreht. Das ist jetzt im Moment das Problem. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Ding drehe. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht über diesen Schalter hier. Aber das ist nur so ein Verdacht. Ich kenne die Symbolik da drauf nicht. Ich seh, das hier sehe ich, das ist die Brücke. Aber das da erkenne ich nicht. Ist da auch nicht mit drauf. Nützt mir die Gegenwart hier mehr? Like, dass es hier irgendwie anders hin und her springt? Effektiv nicht. Ach so. Ja, doch. Langsam. Aber das ist, was wir wollen. Das ist, was wir wollen. Versuch. Versuch. War der Falsche! Wobei, er ist ja noch... Er lebt ja noch. Yes! So. Jetzt hat der das hier angemacht. Ah! Jetzt hat der das hier angemacht. Das heißt, dieser Schalter hier hinten macht das Ding hier an. Und wenn ich den jetzt auch noch drücke, dreht sich das hier rum, oder wie? Ah, jetzt dreht sich das hier rum und wird zu einer Fläche. I see. Vielleicht schaffen wir das Rätsel ja doch noch fix. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich
Jetzt kann ich ja den hier draufsetzen. Und jetzt sind ja alle Schalter aktiv. Aber irgendwas ist da noch, was ausgeschaltet ist, was mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Irgendwas muss da noch... Ist da ein Schalter oder so? Das gefällt mir noch nicht, dieses Symbol da. Ich meine, ich muss jetzt eh erstmal einen Weg finden, um da irgendwie durchzukommen. Ja, nee, da darf ich nicht hin. Das ist eine ganz schlechte Idee. Wie bekomme ich jetzt dieses Ding? Ich meine, ich kann das natürlich woanders hinsetzen, das ist klar. Ich kann es hier hinsetzen. Dann kann ich es in die andere Zeit versetzen. Und dann kann ich zumindest in der anderen Zeit, wenn jetzt hier die Dinger genauso gedrückt wären, was sie natürlich nicht sind, stimmt, aber hier könnte ich jetzt ja... Wenn jetzt... Also ich kann jetzt das blaue Portal... Ne, ich kann es jetzt beliebig versetzen. Wenn jetzt sozusagen der Schalter da hinten gedrückt wäre, was er nicht ist, dann könnte ich hier natürlich einfach durchsteppen. Und könnte hier über den Schalter und dann wäre alles cool. Sehe ich jetzt von hier, was ich da noch machen muss vielleicht? Ist da ein Schalter? Ich weiß nicht, weil da ist ja irgendwas, muss da noch sein. Muss da noch eine Box hin? Das wäre nicht so cool. Dann wäre ich erstmal völlig lost wieder. Moin. Also da kann eigentlich nur eine Box drauf landen. Ah, das Ding da oben habe ich komplett vergessen. Da ist ja auch noch eine Sache, die ich drücken soll. Sehe ich von hier aus vielleicht, ob da noch ein Schalter ist? Wenn ich jetzt den Schalter drücke, verschwindet der und damit ist das Ding weg. Das kann es nicht sein. Also der muss da ja eigentlich drauf liegen bleiben. Die Frage ist, ob der im Moment da drauf liegen muss. Weil im Moment ist es ja egal, ob dieses Ding gedreht ist oder nicht, aber... Ha.
bin schon wieder maximal verwirrt. Kannst sogar hier hoch, Lul. Das ist diese Verbindung. Ich könnte jetzt den austauschen, aber das ist ja Schwachsinn, weil der ist ja der. Wenn ich den bewege, ist der weg. Also ich sehe jetzt nicht den Sinn dahinter, den auszutauschen. Ich weiß schon mal, dass ich da hin könnte. Aber was ist dieses Ding? Was ist dazu? Was ist da aus dem? Was ist da deaktiviert? Warum ist die Tür zu? Ist das einfach nur, dass ich das passieren muss und dann geht's auf? Kann sein. Ich sollte mich davon vielleicht nicht irritieren lassen. So, wenn ich jetzt es schaffen würde, einfach hier da hochzukommen, dann wäre alles cool. Aber ich bräuchte... In der Zukunft könnte ich das schaffen. In der Zukunft würde das gehen, aber in der Zukunft habe ich das Problem, dass ich nicht beide Würfel hier haben kann. Also ich kann in der Zukunft unter gar keinen Umständen, wirklich unter gar keinen Umständen, kann ich in der Zukunft beide Schalter drücken. Das kann ich nur in der Gegenwart. Das ist hundertprozentig sicher. Ich habe nichts anderes, um diesen Schalter zu drücken. Also in der Gegenwart müsste es schon richtig sein, dass beide Schalter gedrückt sind. Und ich wüsste auch nicht, wofür ich die Würfel sonst noch benutzen kann. Was ich noch nie verstanden habe, ist, wofür dieses Ding da ist. Weil das zeigt ja an, hier, guck mal da... Da machst du die Brücke. Und ja, wenn ich jetzt da drauf stehen würde, wäre alles cool. Das ist richtig. Wenn ich da drauf jetzt stehen würde, wäre alles cool. Spoiler, ich stehe da nicht drauf. Da hoch. Na, wenn ich jetzt da drauf wäre, wäre alles cool. Ich würde darüber steppen. Ich würde in der Mitte dann umswitchen auf den Ding und dann würde ich damit rüberlaufen. Und dann wären wir fertig. Problem ist, ich muss da hochkommen. Guck grad, ob hier irgendwelche Symbole noch spannend sind, die mir was nützen könnten, aber. Ich sehe nicht, wie mir die nützen sollten.
Ich sehe auch nicht, wie mir das helfen soll. Wait a moment. Kann ich jetzt hier das Grüne setzen? Hilft nichts. So hilft mir das nichts. Jetzt in der, aber es dürfte sich jetzt eigentlich in der Gegenwart dürfte sich jetzt nichts geändert haben. Weil das ist ja dieses. Und das führt ja wieder dahin. So, da hat sich natürlich nichts geändert. Hier könnte ich jetzt da oben durch. So. Aber es nützt mir ja nichts. Weil wir in der falschen Zeit sind. Also wenn ich hier die Schalter auch aktiviert bekomme, dann cool. Aber ich krieg die Schalter hier nicht aktiviert. Das ist ausgeschlossen. Ich krieg hier nur einen Würfel hin. Das ist ausgeschlossen, den hier zu aktivieren. Das ist völlig ausgeschlossen. Oh, ist es? Aber wenn ich jetzt den hier neu setze, dann geht in der Gegenwart nur das Ding hier zu. Wartet mal. Fährt der immer runter? Das ist nicht das, was ich wollte. Ich kann jetzt ja das Blaue nochmal kurz umsetzen. Ich kann ja dafür sorgen, dass das Blaue, dass der hier rauskommt. Das kann ich ja tun. Hui. Guck, guck. So. Jetzt setzen wir das so. Jetzt werfe ich den einfach da rein. Jetzt habe ich hier auch so ein Ding. Wenn ich jetzt noch was hätte, was dieses Ding hier auslöst, könnte ich hier den gleichen Quatsch machen. Wenn ich jetzt noch was hätte, was hier drauf steht. Aber ich kriege ja den anderen Würfel nicht hier rein. So, die Situation. Die Situation jetzt bräuchte ich in dem anderen Abschnitt. Dann ist alles cool. Aber die Situation habe ich in dem anderen Abschnitt nicht. Weil im anderen Abschnitt kommt das Ding ja von da und nicht von da. Es geht ja nur, weil es von da kommt. Und nicht von da. Aber ich meine, jetzt kann ich natürlich das Orangene auch umsetzen. Na, und jetzt ist das immer noch natürlich so verbunden. Und dieses Ding ist auch noch da. Aber es nützt mir effektiv nichts. Ich kann es jetzt hier rauslotsen. Und jetzt habe ich es hier doppelt. Na, das ist auch klar. Und ich kann es auch...
Achso, ja gut. Ich kann es ja hier umsetzen. Ich kann ja dieses Blaue hier wegmachen und sagen, das geht jetzt hier durch. So. Wait. Das hat nicht getan, was ich wollte. Es hat nicht wirklich getan, was ich wollte. Das ist, ja, okay. Es ist einmal der und einmal der andere. Aber ich komme jetzt da nicht rein. Das ist das Ding. Wait, kann ich so rumtricksen? Geht das? Kann ich so tricksen? Falsch umgesetzt, ne? Geht das? Kann ich das machen? Ist das möglich? Da oben ist das Blaue, hier ist das Orangene. Also muss das Orangene versetzt werden. Scheiße. Ist das, geht das? Also wenn das gehen sollte, ist das niemals die Lösung. Ja. Lol. Ja, dann hole ich wohl den anderen Würfel mal wieder, ne? Das war's ja komplett. Das ist niemals die Lösung. Das ist Trickserei gewesen. Das ist Trickserei gewesen. Hundertprozentig. Achso, ich muss den hier hinsetzen. Also, never ever. Never ever ist das so gedacht. Wenn es so gedacht ist, dann ist das eine ziemlich freche Lösung. Das falsche Portal gesetzt. Ich muss das Orangene umsetzen. Toll.
Niemals ist das so gedacht. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt wirklich die Tür aufkriege oder ob noch irgendwas passiert. Ich muss das Blaue umsetzen. Aber da ist ja nichts weiter. Also, ja, okay. Well done. You have proven yourself to be quite capable. Keep going and you might actually fulfill your true purpose. Aber dadurch, dass ich den Sprung jetzt hier rausgemacht habe und desaktiviert habe, ist das die Lösung gewesen? Ich bin böse skeptisch. Aber gelöst ist gelöst. Wie schon die alten Germanen zu sagen pflegten. Nein, keine Ahnung. Gut. Ich gehe nicht weiter. Das war ein sehr langer Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.